wenn ich meinen Ball leider zu weit nach links schlage, ins Aus, dann ist er natürlich weg. Ich bekomme einen Strafschlag und muss einen neuen Ball direkt von hier spielen, vom Ausgangspunkt. Aber was passiert, wenn ich den Ball ins Raff schlage? Der ist immer noch im Spiel, aber ich finde ihn nicht. Oder ich finde ihn und er liegt total unspielbar. Das antworte ich jetzt. Leider sind die 3-minütige Suchzeit um. Ich habe meinen Ball nicht gefunden. Das bedeutet, das ist genauso wie ein Ball ins Ausschlagen. Der Ball ist weg, verschwunden, nicht mehr im Spiel. Ich bekomme einen Strafschlag und noch schlimmer, es gibt einen Distanzverlust. Ich muss den ganzen Weg zurückgehen zum Ausgangspunkt und von dort aus spielen. Das ist die einzige Möglichkeit. Wenn das der Abschlag war, darf ich wieder aufziehen. Die nächste Situation. Ist das nicht hübsch? Ich habe meinen Ball gefunden. Der liegt in einem ganz komischen kleinen Busch. Und da möchte ich hin. Aber ich traue mir leider von dieser Lage nicht den Ball irgendwie da raus zu bekommen. Also ich werde diesen Ball für unspielbar erklären. Es gibt dafür 3 Möglichkeiten. Als erstes könnte ich zurück zum Ausgangspunkt und einen neuen Schlag machen mit einem Strafschlag. Oder ich könnte den Ball innerhalb 2 Schlägelängen droppen von der ursprünglichen Lage. Bitte denk daran, wenn du deinen Driver benutzt, und das darfst du, das ist der längste Schläger, um die 2 Schlägelängen zu messen, dann ziehe die Haube aus. Ach übrigens, ich habe eine schon das Schafhaube, weil wenn ich meinen Namen meinen Schülern erklären muss, dann sage ich, mein Name ist Wohn wie Schon, das Schaf. Und 1, 2, nicht näher zur Fahne natürlich. Jetzt darf ich den Ball innerhalb dieses 2 Schlägelängen droppen. Knie hoch. Ein Strafschlag. Ich werde den Ball gleich von hier spielen, weil das ist auf jeden Fall die beste Lage. Es gibt noch eine Möglichkeit. Weißt du, was das ist? Ja, richtig. Ich darf einen Ball auf der Verlängerung der Linie Fahne, ursprüngliche Lage des Balles, ich darf irgendwo auf diese Linie den Ball droppen. Ich darf beliebig zurückgehen. Und hier würde der Ball gut liegen. Aber dieser Punkt ist weitaus da, also ich spiele meinen Ball innerhalb 2 Schlägelängen mit Strafschlag. Übrigens die 3. Möglichkeit, Verlängerung der Linie, ist auch ein Strafschlag. Schaue bitte, was jetzt passiert. Ich werde einen Ball opfern. Da ist das Fairway, aber leider Gottes schlage ich den Ball zu weit nach rechts. Und da geht er rein ins Raff an diesem gelben Pfosten. Ich glaube, du weißt, was ich jetzt sagen werde. Der Spieler sieht den gelben Pfosten und dann ist die Sache klar. Der Ball ist, das ist ein gelbe Penalty Area und der Spieler wird diesen Ball dort droppen können. Es gibt da die 3 Möglichkeiten, wie du weißt. Spielen, wiederholen vom Ausgangspunkt. Spielen, wie er liegt, oder auf der Verlängerung der Linie, Fahne, Kreuzungspunkt beliebig zurück. Das ist, was man wahrscheinlich da machen würde. Aber ist der Ball wirklich in Gelb geflogen? Wie du siehst, da ist ganz viel Raff. Und man sah sogar, wie der Ball vorher ins Raff landete. Und es kann sein, dass dieser Ball gar nicht die gelbe Penalty Area erreicht hat. Und was dann? Der Ball ist nicht in der Penalty Area. Der Ball ist dann, wenn ich ihn jetzt gleich nicht finde, der ist verloren. Und da habe ich einen Abstandsverlust mit Strafschlag und ich muss den Schlag wiederholen von hier.
So, wenn man nicht klar ist, dass der Ball in die Penalty Area wirklich gegangen ist, dann ist der Ball leider verloren. Und wenn er nicht gefunden wurde, spiel den Ball wieder vom Ausgangspunkt. Das wird oft falsch gemacht, leider.